Wenn man in der SchülerInnenzeitung journalistisch schreiben lernt, lernt man sie zu stellen. Die Fragen: Wer, wie, wann, was, warum? Alle wichtigen Informationen soll man abliefern. Die LeserInnen informieren. Ein Gesamtbild soll man entwerfen mit Hand und Fuß, Dach und Boden, Wänden, eine Einfallstür und gerne am Ende auch ein Fenster mit Ausblick. Ein Text kann Räume aufmachen. Er führt in Bewegungen an Orten vorbei, verändert seine Themen und seine Farben, die Geschwindigkeit, die Durchsichtigkeit, Undurchsichtigkeit und das Licht. Wege, die man beschreitet, Abzweigungen, die man auslässt, eine Atmosphäre, ein Horizont. Was ist ein Text? Wörter, Buchstaben, Zeichen, Notizen, die Gedanken festhalten, Überlegungen, um sie jemandem mitzuteilen, den man nicht mündlich erreichen kann, Verlängerung dieses Gesprächs durch die Zeit über den Ort hinaus. Etwas Eingefrorenes also, das man wieder auftauen kann. Gedanken, die man sich gemacht hat, für sich allein in den Momenten, die man mit dem Schreiben des Textes verbringt. Ein Sammeln mit der Möglichkeit zu überarbeiten, bevor man es gebündelt weitergibt. Die geschriebene Literaturkritik ist multimedial. Im Text wechseln sich die Buchstaben und damit die Laute ab. Silben, der Klang eines Konsonanten, die Farbe eines Vokals im Satz ist nicht gleichgültig. Alle diese Medien bringt Text mit. Bild, Klang, im Lesenden Installation im Raum. Wenn sich Literaturkritik auf Literatur bezieht, den zu lesenden Text, antwortet sie im selben Medium, wie ein Echo. Ein Ping-Pong zwischen zwei Wänden einer Schlucht greift den besprochenen Text immer wieder auf, nimmt ihn in sich auf. Was macht sie da eigentlich mit ihm? Ist es noch dasselbe Medium? Ist ein Zitat im Text auch schon wieder eine Auswahl, aus demselben Holz geschnitzt wie der Text, der ihn verwendet? Er ist Teil einer Argumentation, einer Kette, eingeordnet, aber ist nicht auch der verwendende Text abhängig und auf das Zitat zugeordnet? Echo, laut Wikipedia auch Widerhall, ist ein Gegenüber, ein Zurückschlagen des Balls auf die andere Tischtennisfläche. Immer schauen, was der Text hervorbringt, wenn man ihn dreht und wendet. Ping, Pong, Ping, Pong, Ping, Pong, Ping, Pong. Kommt er woanders auf? Lyrik, Lyrike Poiesis, die zum Spiel der Lyra gehörende Dichtung, muss nicht geschrieben sein. Sie kann gesprochen, gesungen, getanzt sein. Die Musik bezeichnet mit dem Wort lyrisch sanfte, schwebende, wohlklingende Melodien und oder Klänge. Der Klang der Lyra selbst ist ein Wunderwerk aus physikalischen Kräften, Handwerkskunst und Spieltechnik. Wenn sich die Kritik, die ein Sachtext ist, kritisch mit Lyrik auseinandersetzt, entsteht schon damit mindestens eine kritische Reflexion auf den Unterschied beider Gattungen im selben Medium. Dabei spielen hier noch mehr als bei der allgemeinen Literaturkritik der Klang, die Form und das Format des Textes eine Rolle. Welche schon bekannten Strukturen, Klang, Form, Format, verwendet, bricht oder ignoriert der Text? Was macht er damit? Die Lyrikkritik kommt anders als die Prosakritik nicht ohne die Reaktion auf diese intermedialen Aspekte der Lyrik aus. Jede Kritik wählt einen Standpunkt und ihr Medium ist nicht nur Handwerk, sondern auch eine Form von Perspektive. Stehe ich nah bei dem Kunstwerk, wenn ich eine ähnliche Form wähle? Sind in der Ähnlichkeit der Form die Unterschiede von Kunst und Kritik besser hervorgehoben? Und immer, was trage ich zum Inhalt mit der Form bei, die ich wähle? Was trägt die Form für die Rezipientin zum Inhalt bei? Ist der Text nicht sichtbar, kann das Auge nicht nach oben schweifen, um kurz nach einem Substantiv zu scannen, das im aktuellen Absatz auftaucht, zum Beispiel. Wenn man den Text nur hört, Wort für Wort, existiert sein Kontakt zur Rezipientin im Präsens. Es ist ein Verlaufstext, die ganze Strecke, Anfang, Mitte, Ende, Abweichung, retardierender Moment geht man gemeinsam. Man hört jedes Wort einzeln. Man weiß noch nicht, wie sich die Grammatik des Satzes entwickeln wird, ob ein Aber den Anfang des Satzes in einen Gegensatz stellt oder einen größeren Kontext einordnet. Und wenn es ein deutscher Satz ist, wartet man meistens sehr lange auf das Verb.
anders als beim Lesen. Man erfasst nicht ein Wortbild oder Satzbild, das einem durch vieles Lesen vertraut ist. Beim Text dagegen ist alles gleichzeitig sichtbar. Seine Grenzen, seine Auswahl, sein Fundament und der Weg, den man nehmen wird. Hinein und dann ein paar Momente im Text verharren. Man kann hin und zurück gehen, wiederholen, schweifen, kreisen. Ohne Pause, Play, Rewind, Pause zu drücken. Über die Form der Buchstaben kann man vorwärts oder rückwärts klettern. Ein Malefiz, ein Halmerspiel, bei dem sich Gedanken aufeinander zu und voneinander wegbewegen können. In sich schon multidimensional. Ein Echo? Ein Raum? Für mehr? Thank you.